Als Trompeter kommt man manchmal nicht umher, auch Flügelhorn zu spielen. Und beim Wechsel dieser beiden Instrumente und auch der dementsprechenden Mundstücke kann es immer wieder zu Komplikationen kommen, beziehungsweise uns fällt der Umstieg auf das Instrument und auch wieder zurück schwer. Das hat natürlich Komplikationen mit sich und dementsprechend möchte man natürlich da eine ideale Lösung haben. Ich spiele auch beide Instrumente idealerweise immer entweder Flügelhorn oder Trompete. Aber ich weiß auch, dass es im Laienbereich oft so ist, dass man eben wechseln muss. Das heißt, wenn ich wechsle, und ich kann mich noch gut an meine frühere Zeit erinnern, wo auch ich in der Situation war, oft von Flügelhorn auf Trompete und umgekehrt zu wechseln, hat man immer, oder am Anfang zumindest, unterschiedliche Mundstücke gehabt. Auf dem Flügelhorn ist natürlich alles etwas weicher, es soll einen hornigen Ton haben, na, es soll nicht wie eine Trompete klingen. Und auf der Trompete möchte man natürlich auch typischerweise einen Trompetenklang haben. Aber durch den Wechsel habe ich immer eine Belastung des Ansatzes und ich merke auch, sobald ich Flügelhorn gespielt habe, klingt die Trompete nicht so, wie ich mir eine Trompete charakteristisch vorstelle. Und auch der Übertrag von Trompete auf Flügelhorn funktioniert nicht so ohne weiteres. Die beiden Instrumente reagieren ganz unterschiedlich. Mein erster Schritt war, ich spiele ähnliche Mundstücke. Ich habe jetzt aktuell auf der Trompete ein 1,5C Mundstück von Bach und auf dem Flügelhorn spiele ich ein 1C. Also es ist nicht hundertprozentig identisch, aber es geht in die gleiche Richtung. Du musst natürlich in der Situation für dich abwiegen, was ist dir wichtiger. Ist Klang, Klangqualität, Schärfe, Weichheit etc. pp., also viele Faktoren, die ein Mundstück eben mit sich bringt. Natürlich auch die Art und Weise, wie du selbst als Musiker auf den Instrumenten spielst, beziehungsweise wie dein Instrument per se klingt. Also man muss einen Kompromiss finden, der idealerweise natürlich für dich passt, aber auch im Register passt. Das heißt, mit den Kollegen gut zusammenpasst, weil es hilft mir nichts, wenn ich erster Flügelhornist bin und mein Flügelhorn-Sound an der ersten Stimme klingt sehr dunkel und passiv. Und die zweite Stimme ist dementsprechend etwas offensiver. Also auch da muss man abwägen, was passt denn gut in mein Register, in dem ich spiele. Auch mit dem Kollegen natürlich absprechen, eventuell sogar gleiches Material spielen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, welche uns von der Intonation und von der Klangqualität und vor allem Klangbalance weiterbringen. Für dich als Instrumentalist, jetzt Trompeter oder Flügelhornist und natürlich auch Wechselinstrumentalist, ist es natürlich wichtig, wie kann ich üben, damit ich auf dem einen sowie auf dem anderen Instrument weiterkomme. Bist du Trompeter, dann spiel deine Übungen, dein Warm-up etc. immer auf der Trompete und baue am Ende von deinem Trompeteüben mit dem Flügelhorn noch eine Session von 15 bis 20 Minuten ein. Lange Töne, Melodie, Phrasen, angestoßene Töne etc. pp., damit du auch immer das Gefühl vom Flügelhorn spielen präsent hast. Bist du Flügelhornist und auch hin und wieder in der Situation, dass du auf Trompete wechseln musst, dann mach's auf die gleiche Art und Weise. Flügelhorn ist dein Hauptinstrument, dann spiele mit dem Flügelhorn deine Sachen, übe damit und am Ende machst du eben noch ein paar Übungen mit der Trompete, immer so im Zeitraum 15 Minuten, 20 Minuten, eben, dass du das Gefühl nicht vergisst, wie ist es auf der Trompete, wie ist es am Flügelhorn und eben auch umgekehrt. Welche Übungen du dazu machen kannst, da haben wir schon unzählige Videos gemacht, die sind alle oben in der Infoleiste verlinkt, beziehungsweise findest du auf meinem Kanal, einfach mal durchgehen, chromatische Übungen, lang ausgehaltene Töne, tiefe Lage, hohe Lage, ganz egal, da gibt es unglaublich viele Übungen. Oder du greifst eben auf die Standardliteratur von Clark, wie zu die etc. eben zurück. Da kannst du dich auf jeden Fall auch lange Zeit damit beschäftigen und eben deine Fertigkeiten auf den Instrumenten ausbauen. Zum Thema Mundstück noch ein paar Takte verloren. Und zwar geht es ja nicht nur um die Mundstückgröße per se. Die unterschiedlichsten Hersteller haben natürlich auch unterschiedliche Spezifikationen. Wie zum Beispiel, ist der Rand des Mundstücks abgeflacht? Ist der gerade? Ist die Innenkante weich oder ist sie scharf? Habe ich ein Kesselmundstück oder ist es ein Trichtermundstück? Also auf solche Faktoren auch achten. Wie viel Luft nimmt mein Mundstück auf? Also die Seele bzw. die Bohrung, wie groß ist die? Wie passt die Luft da eben durch? Und da kannst du auch nicht blind ein Mundstück bestellen, sondern hier musst du unbedingt ausprobieren. Da gibt es unterschiedlichste Musiker, die auch Flügelhornmundstücke rausgebracht haben, beziehungsweise unterschiedlichste Hersteller von Mundstücken, die unterschiedlichste Modelle herausgebracht haben. Ich würde dir immer empfehlen, entweder du probierst vor Ort aus und kannst dann dementsprechend dich auf 2, 3 Mundstücke einschießen, diese idealerweise für einen gewissen Zeitraum ausprobieren. Die anderen gibst du zurück, das andere kaufst du.
Oder du probierst eben auch zum Beispiel einen bekannten Kollegenkreis aus, weil meistens haben Trompeter nicht nur ein Mundstück, sondern meistens eine ganze Schublade voll. Und da kannst du bestimmt den einen oder anderen Kollegen fragen, ob der dir das ein oder andere Mundstück ausleihen kann, indem du dann eben auch probierst, was klappt für mich in Kombination mit Flügel und Trompete, Trompete, Flügelhorn, am besten. Schreib doch deine Erfahrungen in die Kommentare, beziehungsweise wie hast du einen Weg gefunden, dass du beide Instrumente bei Auftritten im Wechsel spielen kannst. Ansonsten lass am Ende noch ein Like und Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.